Okay, anyway. So, jetzt aber wieder nach einem Disconnect in der neuen Lobby. Willkommen diesmal im ESL Weekly Cup Nummer 75 im Halbfinale zwischen Executive Gaming und The Chosen Ones. Diesmal auch im Draft, ohne Disconnects, mit einem Standard von The Chosen Ones. Aber immerhin, da sind wir. We're here, we're ready. Und jetzt gibt's zwei Minuten lang Bands, wo ich basically nichts Wichtiges zu sagen habe. Abgesehen davon, dass ich sowieso nichts Wichtiges zu sagen habe im Draft. Weil, ja, ich mache die Stimmung, ich bin kein Bro-Gamer, dementsprechend habe ich nichts Wichtiges zu sagen im Spiel, ne? Aber es ist ja Dota, jeder kann immer irgendwas zu Dota sagen und die Situation analysieren und immer sagen, ja, das hätte ich viel besser gemacht, das hätte ich viel besser gemacht. Und mit meinem Solo-MMA von 5000 hätte ich die doch locker, also die Lane hätte ich aber gewonnen, aber sicher. Von daher ist es wahrscheinlich nichts anderes als in eurem normalen Pub-Game, wenn ihr miteinander reden würdet. Krobelus haben Executive Gaming gebannt. Ha, hätte ich euch das nicht gesagt? Hättet ihr das nicht gewusst, ne? Also ein Caster ist wirklich wichtig im Spiel und er hat einen wertvollen Beitrag zum Spiel. Oh Mann. Hauptsache ernst nehmen. Ah, Viper wurde gebannt. Ja, ja. Mal schauen, ob diesmal jemand Razer bantet, ob wir das nächste Spiel mit Razer haben würden. Oder mit Void. Aber ich bin jetzt gespannt, Halbfinale, das wird auf jeden Fall nicht mehr so klar wie das davor. So, das erste Spiel war ein Stomp, das zweite Spiel war ein Stomp, was aber hauptsächlich aus strategischer Sicht Stompig war. Also, ja. Gut von The Chosen Ones einfach outgelaned. Könnt ihr euch auf meinem Kanal ja noch angucken. Skywrath Mage gebannt. Hat im letzten Game auf jeden Fall von Chosen Ones relativ gut gehabt. Als First Pick. Aber diesmal wollen sie wohl was anderes spielen. Wir sind gespannt. Oder ich bin gespannt. Und ihr seid gelangweilt. Aber ich immer nichts Wichtiges sage. Außer Salzstangen zu essen. Wraith King Bun. Ja. Nichts Besonderes, aber ich glaube, Halbfinale und Finale erwarte ich ehrlich gesagt auch nichts mehr Besonderes. Es wird Current Meta sein. Beide Teams werden stabil und sicher spielen. Und sowas wie Bloodseeker oder Patch werden wir hier, glaube ich, nie erwarten. Die einzige Frage wird jetzt sein, Faces Void oder nicht Faces Void? Razer. Ach, crap. Na gut. Okay, jetzt die Frage wird aber sein, Void oder nicht? Void oder nicht? Glaube ich, könnte sie absolut nicht verstehen, wenn sie keinen Void picken würden. Also jetzt kann es auch einfach sein, dass Executive Gaming sagen, okay, nein, wir spielen keinen Void, weil jeder spielt Void, wir spielen was anderes. Kann sein, aber mal schauen, ob sich jetzt in den ersten beiden Picks schon irgendwas ergibt, was uns was uns verrät, wohin die Tour geht. Jo. Reserve Time. Lassen Sie sich Zeit. Naja. Radiant Team Pick. Na gut, ich ziehe alles wieder zurück, Jack Hero. Er ist technically jetzt im Meta drin, weil er zusammen als Push-Strat oft genutzt wurde. Aber ja, ist halt auch entweder funktioniert super oder gar nicht. Wahrscheinlich, also im Meta ist er zurzeit jetzt Core drin. Allerdings als Support ist er halt auch noch spielbar mit dem Liquid Fire. Da bin ich mal gespannt, ob sie hier wirklich das Core spielen oder nicht. Ich gehe mal stark von aus, dass es ein Core wird auf einer Safe Lane und einfach nur Tower pushen wird. Könnte gegen Razer relativ okay sein. Auf jeden Fall braucht Executive Gaming halt irgendwas, was im Midgame mit dem Razer mithalten kann. Weil das ist dann doch irgendwie die Zeit, wo er snowballt, wo er scheint. Klar, im Early-Early-Game ist er nicht so gut. Man kann ihn halt schon ganken, klar. Aber, ja, ab ein paar Levels mit Link wird das relativ schwierig, dagegen vorzugehen. Und das Plasma-Field ist relativ gut zum Depushen, zum Konterpushen, aber gegen Jack Hero bisher mit Liquid Fire ist es halt noch, ist nicht Minion-based, dementsprechend würde ich sagen, es ist noch even und ja. Die wichtigste Frage ist halt jetzt hauptsächlich, gehen sie im Full Push oder nicht, und sie gehen mit dem Weaver. Second Bin,
Pick auch noch nicht so oft gesehen. Warum? Warum? Ein Jakiro und ein Weaver. Ja, es ist schön für die Offlane. Sie haben jetzt immer noch die Möglichkeit, alles Safe Lane, Offlane, alles zu stellen. Es verrät noch nicht wirklich viel darüber. Es ist halt so ein bisschen, ja, Jakiro fällt halt sehr stark ab. Es ist halt ein Midgame-Hero, der pushen muss. Weaver ist halt hingegen, der bis zum Midgame überleben muss. Es ist halt entweder die Frage, ob sie die beide halt, Jakiro das Early-Game übernimmt und Weaver dann das Midgame bis Late-Game. Ist natürlich gut. Der Punkt ist halt immer, warum nimmt man nicht zwei Helden, die halt, naja, entweder bei dem Late-Game oder bei dem Early-Game gut sind. Besonders halt als First-Pick ist da halt noch viel offen, was halt noch möglich wäre. Ja, Void ist halt lame, aber Void ist halt auch gut. Und mit Jakiro zusammen hat das schon eine Synergy. Offlane Void, Safelane Jakiro, Chrono und dann schön Ice Path rein, schön Liquid Fire rein, schön Breath rein. Ja, das wäre schon gut. Aber gut. Chosen Ones gehen hier mit dem Tidehunter. Void wird komplett ignoriert, was ja irgendwie auch gut ist, weil es wird zu oft gesehen. Es ist noch nicht so weit, dass ich ihn nicht mehr sehen kann, aber hey, ist mal was anderes, auch wenn es nur ein Tidehunter ist. Aber ja. Viel Teamfight auf jeden Fall jetzt schon. Starke Lanes. Was sich halt bei Executive Gaming, es ist halt so die Frage, ob sie da ist auf jeden Fall andere Lanes als sonst. Sie können auf jeden Fall sehr stark sein mit Jakiro und auch Weaver, halt, wenn er auf der Offlane ein bisschen Space bekommt, sehr stark. Mich hat auf jeden Fall auf Plays gespannt. Aber so per se starke Lanes sind das halt erstmal noch nicht direkt. Sanking wird hier gebannt. Okay. Wahrscheinlich einfach nur als. Mag ich nicht. Aber ja. Razor Tidehunter ist eine schöne Kombination. Auch sehr viel Damage-Stil. Link und Anchor Smash macht es halt für die Carries sehr schwer, Damage auszuhauen. Bei Weaver könnte das Ding. Also könnte den Tidehunter noch. Noch Zone, aber ja, Razor Link wird das halt schwierig. Ups, und ich muss Gap wieder ausmachen. Dann, ja. So, das war Skype. Und Invoker Bann. Ja, wäre natürlich immer möglich. Muss man mal so sagen. Ja, außerdem Jakiro und Weaver sind in so einem Ice Path, in so einem in der Ice Wall gar nicht so mobil, wie es ist. Ancient Aberration und Rubik sind raus. Okay, der Rubik Ban, klar, für die Ravage, aber die ist relativ schwierig. Von daher könnte es sein, dass bei Chosen Ones noch irgendwas einfacher Stilbares kommt. Sowas wie ein Bane oder ein Enigma oder so. Was mich sehr freuen würde. Rubik ist halt immer spaßig zu sehen. Andererseits, wenn Rubik gebannt wird, heißt es halt auch, dass eventuell das Team, was den bannt, dann doch mehr auf große Teamfight-Lineups gehen würde. Und so ein bisschen Symphony of Skills hier im Casten wäre natürlich auch ziemlich cool. Aber meistens wird man enttäuscht. Naja. Jo, Ancient Aberration. Klar, starker Teamfighter. Ein bisschen Early Game auch drin. Why not? Beide Teams sind jetzt hier in 30 Sekunden Reserve Time runter. Also wird sich auf jeden Fall Gedanken gemacht. Sehr schön. Bin mal gespannt, ob jetzt hier schon die ersten Counter rauskommen. Razor Tidehunter wäre halt eventuell was, um zu split pushen. Und Silencer kommt raus. Sie haben den Rubik Ban gesehen und sie sagen, okay. Sowohl Sanking als auch Rubik sind halt Teamfighter. Lass mal einen Silencer machen. Wenn sie mehr Teamfight machen wollen, haben wir auf jeden Fall einen schönen Teamfight-Counter. Auch keine Ahnung, Silencer Jakiro kann man beide als Core spielen. Eventuell Silencer mit, geht auch noch. Gegen Razor, ja, es gibt bessere und es gibt schlechtere Heroes. Ich würde das jetzt nicht so als Insta-Win für einen Razor zählen. Klar ist der Link da, aber Silencer hat auch eine relativ große Range. Außerdem hat er auch nur zwei Skills, von daher könnte der durchaus im Last Word relativ mächtig sein. Aber ja, Support Silencer könnte es bringen, wenn es halt auch nur für den einen Teamfight geht. Mirana ist auf jeden Fall in Sachen Teamfight ganz gut. Ulti hilft einem ranzukommen. Und es hat auf jeden Fall Pick-off-Potential.
Dann werden die Arrows entscheidend sein. Ein sehr skillabhängiger Hero mit dem Skillshot. Bin ich sehr gespannt, halt besonders auf Level 1, was da halt machbar ist. Und mit dem Lineup, Razor Mirana sagt halt ganz klar, Level 1, wir gucken, dass die Lanes hart sind. Wir gucken, dass wir mit dem Mirana Arrow irgendwas machen, sodass ein Razor die Lane gewinnt. Und nicht nur gewinnt, sondern snowballt. Und dann halt wirklich Pressure aufmachen. Außerdem sind alle drei Heroes bisher relativ gut transitionbar ins Late Game. Und jetzt mit dem Abaddon und Jakiro würde ich sagen, dass jetzt schon The Chosen Ones im Late Game einen distinkten Vorteil haben. Sylancer kann fett werden, das stimmt. Und ja, er kann theoretisch halt auch. Ja, Titan der BKB ist halt immer so eine Sache. Aber, naja, vom reinen Damage-Output haben halt Razor und Mirana doch schon. Besonders mit dem, was jetzt noch kommt, weil es wird wahrscheinlich ein Support-Mirana sein. Das heißt, es kommt noch ein Support und es kommt noch ein Carry. Da könnten Executive Gaming halt ziemlich schnell mal was ist das? Out-Late-Gamed? Ja, ihr wisst, was ich meine. Und da kommt der Bane. Okay, Mirana Bane, easy to execute. Auf jeden Fall Roaming Duo und sorgt genau dafür, Snowball. Sie legen, also, ich weiß nicht, ich würde es gerade gesehen, so dass der Bane halt hauptsächlich dazu da ist, sozusagen, okay, wir sind uns mit den Arrows jetzt nicht so hundertprozentig sicher, also nehmen wir halt was es auf jeden Fall garantiert. Klar, rein auf dem Blatt, wenn die Arrows so treffen würden, hätten sie halt noch Platz für einen Support auf der Lane oder für was halt greedy wird und besser wird, aber erstens ist es sicher und zweitens ist halt auch Bane fett gegen Weaver. Zum einen vor der Lincolns. Zum anderen hast du halt so gewisse Punkte, dass du halt, du kannst den, also der Silencer wird Probleme haben mit dem Global Silence. Denn einerseits muss er eigentlich den Global Silence so timen, dass der Fiendscript unterbrochen wird. Oder der Jakiro landet einen guten Ice Path. Das kann auch immer sein. Aber das ist halt so der Punkt. Also der Silencer hat halt jetzt die Möglichkeit, okay, ich kann Fiendscript unterbrechen. Oder ich kann irgendwie die perfekte Ravage-Timing unterbrechen. Das sind halt so die beiden Möglichkeiten. Von daher auch schön aus der Sache, dass Chosen Ones hier jetzt auf einmal zwei Dinge haben, die halt sehr, sehr wichtig sind zu blocken. Und da haben wir schon den Punkt Doom auf einen und dann kann der Silence sich auf den anderen konzentrieren. Schön zugehört. Not. Ja, also Doom kann irgendjemanden doomen, am besten den Tide Hunter, wahrscheinlich jedes Spiel den Tide Hunter, ja. Und dann kann der Silence sich darauf konzentrieren, den Bane in Kontrolle zu halten. Bin mir nicht ganz sicher, ob Jakiro oder Silencer hier den Carry macht. Ich glaube schon fast eher Silencer. Einfach dadurch, dass es halt mehr Late-Game-Potential hat. Mit Jakiro Core kann man halt pushen, aber der Rest des Lineups pusht halt nicht. Dementsprechend Silencer Carry, aber dann Jakiro supporten ihn. Oder es ist, was ich... Ja, stimmt. Nee. Wait, what? Also es wären ziemlich geile Duel-Lanes mit Abaddon Weaver. Silencer Mitte, Doom Offlane? Ja, nee. Oder Jakiro offline Doom Jungle? Ist zu greedy, glaube ich. Es könnten gute Duel-Lanes werden. Könnten es wäre, ja, kann gut sein. Und Gyro kommt der jetzt letztes, okay. Einfach nur Damage. Wir haben auf jeden Fall einen Late-Gamer, der mithalten kann. Das stimmt schon. Auch im Early-Game sehr stark, weil sie dadurch den nötigen Damage haben. In den Sleep Arrow. Einfach Rocket Barrage an. Und das sollte ein Kill werden. Je nachdem, auf welcher Range der Arrow kommt. Und besonders halt auf Level 2 mit einem Brain Sap sollte der Damage da sein. Ja, also der Doom gefällt mir hier sehr gut. Haben Executive Gaming auf jeden Fall Game Sense bewiesen, würde ich jetzt sagen. Gyrocopter gefällt mir auch gut. Das Life von The Chosen Ones ist halt relativ gute Lanes. Sie haben die Durable Lanes und Executive Gaming müssen halt jetzt gucken, wie sie das Ding lanen. Ich glaube schon, dass ich da irgendwas Perfektes übersehe. Und es ist so komisch, dass es auf jeden Fall Pockets wert ist. Von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass da irgendwas Cooles bei rauskommen wird. Okay, wir introducen mal wieder mit TCO, weil ich zufällig nach oben geguckt habe. Wir haben Sioni in der Mitte auf dem Razor. Dann Galarist und Lalutre. Ne, Lalutre ist gar nicht. Lalutre, ja. Auf dem Mirana und dem Bane. V und Me auf dem Tidehunter auf der Offlane und der Stanton Dread Knight auf dem Gyrocopter. Und erstmal gehen alle nach oben. Genau dasselbe macht Executive Gaming. An voran mit Neo auf dem Doom, der wohl für die Offlane gekauft hat.
Mercury wohl Support Jakiro. Also der Ring sieht eigentlich nicht danach aus. Aber der Eisbad irgendwie schon. Ja, Support Abaddon, Supercat, aka Dondara, Harbinger auf dem Weaver. Oh, das war vielleicht nicht so gut, dass Abaddon da vorne rangeht. Weaver geht nach vorne, könnte aber... Okay, kriegen sie keinen. Die haben auch nur den Stun im Jakiro, was halt vielleicht ein bisschen wenig ist, um überhaupt irgendwas zu tun. Ja. Apropos, ja. Harbinger auf dem Weaver und zu guter Letzt Mace auf dem Silencer, der meiner Meinung nach ein Mid-Build hat. Nee, Quatsch. Drei Clarity sind Supporter. So. Das heißt Support Silencer, Support Abaddon, Core Jakiro mit Ice Bath First. Okay, Akro Try. Nee. Was tun die? Können die mal auf die Lanes gehen? Also anscheinend wird das ein Doom-Safe-Laner, der einfach ein bisschen spät kommt. Mit spät meine ich sehr spät. Dann verliert er fast eine ganze Wave. Nicht so toll. Aber gut. Ja, gut. So, so, so. Wir haben ja schon den Bane, der schon losmog. Mirana ist hinten. Alles ready, Silencer ist drin. Oh. Schönes Nightmare, auch schon, dass der Link davor ist und das sollte ein easy First Blood sein. First Blood geht auf den Bane, damit der Lurum den genug Damage hat. Schön gespielt von The Chosen Ones. Haben sie ja direkt gesehen und der Silencer war viel zu weit vorne. Muss man dazu sagen. Doom kommt so langsam auf seine Lane an, hat. Ja, nicht ganz eine komplette Wave verloren, aber immerhin. War vielleicht ein bisschen zu lange auch ohne Boots und so. Doom Tidehunter sollte dem Tidehunter relativ weit favoren durch den Anchor Smash. Und die Tri-Lane wird hier interessant. In der Mitte hat. Der Arrow trifft! Das ist bitter. Das sollte ein Kill sein. Aber fehlt, glaube ich, der Damage einfach. Ja, fehlt der Damage. Sehr schön oder sehr knapp gemacht. Aber der Ice Path saß super auf dem Jakiro und hat hier Schlimmeres verhindert. Ein kleiner Ice Path. Schönes Item. Sky High Set. Na, schöne Ammunition. Nächste Arrow fischt. Trifft nichts. Ja, vielleicht sollten sie mit einem Nightmare anfangen. Andererseits haben sie nur Clarity, um das Ganze zu machen. Außerdem haben sie jetzt gerade gezeigt, dass sein Wort ist. Ja, haben sie Sentries? Boots first. Keine Sentries. Da müssen Sentries gestellt werden, auf jeden Fall. Bevor da irgendwas passieren kann. Last Hits. Sind die Chosen Ones relativ weit vorne, was natürlich hauptsächlich daran liegt, dass Silencer nicht mehr auf die Lane kommen kann. Also jetzt schon, klar. Eben weil alle gesehen werden, alle Supports hier, aber sobald die Supports wieder missing sind, muss der Silencer zurückgehen. Ja, Doom und Tidehunter sind relativ even. Allerdings, ja, kann sich das eventuell noch ändern mit höheren Levels in Anchor Smash. Aber okay. Ja, der Ping kam hier raus, hier muss irgendwo eine Ward sein. Haben sie recht mit dem Ice Path und dem Movement von denen, auf jeden Fall klar. Wird jetzt ein bisschen gepult, um die Lane ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Ja, und haben eine Lane gefressen. Und smoken wieder in die Mitte, was auf jeden Fall sehr schön ist. Dadurch, dass er halt hier mit Gyrocopter unterm Tower farmt und sie halt keine Vision dadurch haben. Regeneration Rune für den Razor. Dann bin ich mal gespannt, ob sie hier was bekommen. Silencer ist sehr defensiv, beziehungsweise so defensiv, dass sie nicht bekommen. Jetzt ist es halt Geduld. Ja, die Lane wird nicht pushen. Ja, zu greedy. Whoops. Nein, 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 das solltest du nicht tun. Noch ein Last Word drauf. Und ja. Und sogar noch das Curse of the Silence getroffen, okay. Aber ist noch nicht so weit hoch. Ja, ich glaube, mit ein bisschen Geduld hätten sie das auch noch machen können. Ich wollte nicht zu viel Geduld haben, das stimmt schon, aber fast sogar der Arrow getroffen. Nun gut, es bleibt weiterhin spannend. 3 Minuten 0-1 bisher, außer ein paar Versuche, noch nicht so viel passiert. Bin mir nicht ganz sicher, was es spricht. Also ja, Bane und Mirana haben rotiert, haben aber auch einen Kill gefunden. Der Rest von Executive Gaming sitzt halt auf der Lane rum und tradet Erfahrung. Alle sind auch Level 2 hier nach 4 Minuten, wenn gegen der Gyrocopter halt irgendwie Level 4 ist. Was ja eigentlich für das Erfolg der Tri-Line entspricht. Also, ja, die Aggro-Try hält
Kriegt es nicht so ganz hin, das Ganze, den Gyrocopter vom Farm abzuhalten. Was an sich schon ein Win für den Gyro ist. Wenn wir die Supports roamen können, ohne dass der Gyro weniger Farm bekommt, ist es natürlich vorteilhaft. Double Damage Rune für Razor. Mal schauen, ob ihr was bekommt, aber Silencer ist wenig genug da. Kann ich ein bisschen Damage machen. Und geht wieder auf die Lane. Dewarded jetzt von The Chosen Ones. Und weiter geht das Farmfest. Allerdings, wie man hier im Last-Hit-Statistik schon sieht, ist da auf jeden Fall The Chosen Ones sehr weit vorne. Kommt hier ein Smoke? Ne, es kommt kein Smoke, es kommt noch ein Deward. Auch sinnvoll, ja. Aber The Chosen Ones sind schon relativ weit im Farmbattle vorne. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, das Late-Game ist ja nicht ganz sicher. Ein Hay, ein fetter Silencer, ein Weaver und ein Doom. Nicht zu unterschätzen. Aber sie, ja, haben auf jeden Fall auch ein Mid-Game mehr mit Ravage und so. Ups. Da ist aber dann kurz raus. Normalerweise ist es The Chosen One, die halt heute irgendwie rauslegen. Von daher. Von daher immerhin ist es jetzt nicht mehr Sioni. Tja, grafenweise. Ja. Wer hätte es gedacht? Mit mehr Last Hits kommt auch mehr Gold. Diesen Zusammenhang was brought to you by Sisseson. Best Caster EU. Nein, oder sie haben die Lage erkannt. So. Was mich ein bisschen überrascht, ist, dass die Last Hits vom Tidehunter doch so, ja, relativ nah dran am Doom sind, da ich doch mit Anchor-Smash mehr erwartet hätte, dass da doch der Unterschied größer ist. Klar, es ist die Bauer, was, naja, knapp fünfmal geprockt hat, also sind das vielleicht fünf Last Hits mehr. Stimmt schon, aber, ja, er hat wohl relativ gut im Last Hitten. Klar, 80 Last-Hit Damage ist nicht zu unterschätzen, 60% davon ist halt immer noch viel. Okay, 20, nicht wirklich. Ja, aber er hält sich relativ gut dafür. Zur richtigen Zeit im richtigen Ort, um den Anchor-Smash zu dodgen. Aber 5 Minuten, Level 6 Tidehunter, auch schon gut. Aber auch Level 6 Doom, ja. That's how the offlane works. Ja, ja, ja. Ansonsten nichts Besonderes. Faceboots auf dem Gyrocopter fertig. Wird auf jeden Fall jetzt erstmal einfacher haben, da wegzulaufen, denn wie gesagt, Stunts ist halt Ice Path. So, wow. Der Rest sind das Slows, wo die Faceboots auf jeden Fall helfen. Und ja, der eine Slow, Dual Breath, ist halt jetzt erstmal zu vernachlässigen, besonders gegen Faceboots. Außerdem, Maze hat jetzt, okay, kommt gerade die Bottle wahrscheinlich. Nee, Boots kommen. Okay. 5 Minuten Boots ist halt auch nicht so optimal. 4 Last Hits auf der Middle Lane. Das habe ich noch gar nicht gemerkt, okay. Also Sioni gewinnt da die Middle Lane auf jeden Fall extrem stark. 29 zu 4 und 15 Denies. Level 6 gegen Level 5, ein ganzes Level Unterschied. Das läuft auf jeden Fall für den Silencer nicht so toll. Damit bleibt halt Doom, der eine gute Zeit hat, und natürlich Weaver, der ja irgendwie auch besser Last Hitten könnte. Läuft nicht so gut für Executive Gaming. Die Frage ist halt jetzt, ob sie was hier machen. Ich denke, es wird sich auf jeden Fall eine Gelegenheit ergeben, weil sie haben jetzt hier die D-Wards dort und werden wahrscheinlich den Sentry hier D-Warden. Und wenn dann ein Nightmare into Arrow, könnte auf jeden Fall den Positioning-Unterschied bringen, auf den The Chosen Ones wartet. Das frage ich. Hier kommt doch schon Ping auf diesen Ward. Vielleicht sehen sie es auch. Wir haben auch jetzt gesehen, okay, der hat jetzt zwei Wards, von daher wird er eventuell gleich hier den Ward dewarden. Und entweder werden sie das einfach so contesten, wenn der Ward geplaced wird, direkt selber den Ward versuchen kaputt zu machen. Oder sie warten halt einfach darauf, dass einer sein Support in den Wald kommt und dann so, let's kill him. Ja, aber ansonsten bin ich so langsam durch die Pause durch. Ich kann ja mal den Stream angucken, wie das so läuft. Ob die Lags losgeworden sind. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber kann ja sein. Bis
Bisher sieht es relativ gut aus. Ja, doch, doch, doch. Kann gut sein. Qualität ist auch in Ordnung. Ja, hey. Anscheinend hat es tatsächlich geholfen, wenn man in Twitch einstellt, dass die maximale Bitrate genauso viel sein soll, wie Twitch sagt, dass die maximale Bitrate sein soll. Nämlich 3.500. Das überrascht mich halt ein bisschen, weil, ja, 3,5 Mbit ist, geht so. Ich hätte gerne mehr. Aber wenn Twitch das meint, dass sie nur so viel haben, ist es anscheinend tatsächlich so, dass man da auch nicht mehr einmachen soll. In der Uni mit 100 Mbit Upload sollte das eigentlich kein Ding sein. Aber diverse andere unverlässliche Quellen im Internet sagen mir, dass ich irgendwie gerade nur einen halben Mbit habe. Das macht keinen Sinn, das stimmt. Retest. In before lags. Schauen wir mal. So, jetzt sagt mir, dass ich einen Upload von 3,7 Mbit habe. Während ich Twitch hochlade, also technically mehr. Naja, das Ding sollte eigentlich trotzdem höher sein, aber hey, jetzt scheint es zu klappen, das reicht mir. Worüber noch? Ja. Also, was bisher so der. Können wir mal zusammen über den bisherigen Verlauf des Cups reden? Wir haben jetzt zum Halbfinale. Executive Gaming gegen The Chosen Ones. Im anderen Halbfinale, was parallel hier läuft, sind gerade Bone Doctors gegen massive Klapsmühle. Okay. Die vorher gegen Never Trust an Ugly Unicorn gewonnen haben. Und Bone Doctors haben vorher gegen Deep Faith gewonnen. Okay. Ich kann ja mal gucken. Gerade. Okay, Bone Doctors haben auch gerade erst angefangen. Die massive Klapsmühle haben relativ lange gebraucht. Sind also auch erst in der Pickphase. Von daher, andererseits glaube ich, dass das Spiel hier noch dauern wird. Ja, sie haben doch ein relativ Snowball-Lineup, The Chosen Ones, und haben auch gerade den Vorteil, den sie eigentlich brauchen, um das Ding durchzuziehen. Aber gute Silences mit einem gut platzierten Doom und dem Beaver-Damage kann halt sonst ziemlich schnell einen Turnaround geben. Und wenn so ein Snowball-Lineup halt einmal, wenn so ein Schneeball einmal auf der Wand bricht, dann ist er halt, dann rollt er nicht mehr, ne? Bildliche Vorstellungen für die Leute, die es brauchen, so. Ja, also Snowball-Lineup, wahrscheinlich haben sie so ein, zwei Teamfights, die sie verlieren können, danach ist der Snowball vorbei. Und dann wird Executive Gaming halt auch stärker. Von daher ist auf jeden Fall noch nichts gegessen. Die Grafen sagen halt 2K Vorteil, aber 2K Vorteil nach 5 Minuten ist noch nicht so viel. Es wird sich halt alles darauf entscheiden, zum einen hier der erste Doom und zum anderen die erste TP Ravage, wenn sie gebraucht wird oder sowas. Könnte ja sehr wichtig sein. Außerdem halt der Silence, der noch nicht online ist, aber der auch noch, soweit ich das sehe, noch nicht online sein muss. Dauert halt noch ein bisschen. Beide Teams auf der exakt derselben Stelle gewordet. Zu fast exakt derselben Zeit. Ach ja. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Jo, hier in Benin ist es jetzt dunkel, von daher kann ich jetzt nicht über das Wetter reden. Das ist wahrscheinlich auch besser so. Aber ansonsten, ja, es ist abends, es ist im dunklen Raum. Okay, es ist natürlich nicht so ganz dunkel, aber es ist draußen dunkel. In diesem Raum ist nichts anderes, außer mein PC und mein Server und mein Laptop und 5 Raspberry Pis. Aber ansonsten, was fällt mir sonst noch so ein? Ja, Studium läuft gut, Masterarbeit läuft auch gut. Und da ich jetzt Masterarbeit schreibe, habe ich viel Zeit. Dementsprechend noch ungefähr einen Monat lang viel casten und dann Masterarbeit durchschauen und danach ganz viel casten. Zumindest so ist der Plan. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber hey, wir werden sehen. Auf jeden Fall, demnächst wird wahrscheinlich der nächste ESL Weekly Cup
werde ich. Muss ich gucken. Also es ist halt Sonntagabends und jeden Sonntag um 24 Uhr heimkommen. Ja, ich habe keine Uni mehr, aber irgendwie ist es halt trotzdem blöd. Daher eventuell jedes zweite Wochenende. Ich hoffe mal, nächste Woche geht die Federal League auch wieder los. Dann im Oktober ist Star Cloud League Beginn. Und im Oktober geht, glaube ich, die John Luther League Season 3 los. Auf jeden Fall die nächsten Termine sind morgen oder. Ja, nee, wahrscheinlich Dienstag. Ein schönes Ding. Playoffs für Division 5 in der John Luther League. Und Bone Doctors irgendwann wahrscheinlich auch ab Dienstag die Playoffs für Division 3 in der John Luther League. Das sind zuerst mal die nächsten Termine. Also in ein paar Tagen. Und endlich kommt Allchat. Endlich entertaint jemand anderes. Let's go. Oh, und eine Katze. Ist auch schön. Dafür könnte man stundenlang erzählen. Einfach Webcam an, ab auf die Katze. Und einfach eine Katze flauschen. Was natürlich für die Dota Ingame-Zuschauer ein bisschen blöd ist, aber dafür kann die Katze ins Mikrofon und dann, keine Ahnung, kriegt sie ein Piano und dann wird das ein Instant-Hit. Weil im Internet hat eine Katze mit einem Piano noch nie jemand getan. Noch nie. Pretty please. We wanna hear this kitty song. Penis, so lang, was? Yeah. Shoutouts to my viewers. Wie viele von euch muss ich denn gerade entertainen überhaupt? Was haben wir denn hier? 13 Stück. Was wollt ihr denn alle hier? Ist Pause. Nein, bitte geht nicht. Na, ich hoffe, ihr habt den Ton aus. Also langsam wird's. So langsam wird's erbärmlich. Was sagt denn das Internet? Wir haben. Haben wir irgendwas Tolles hier, was uns weit an ist? Ne, irgendwie nicht. Ja, auch nicht, dann such mir nach lustigen Bildern, von denen ich erzählen kann. Lustige Bilder, lustige Bilder, lustige Bilder. Ja, Apple Smartwatch Bilder. Describe yourself in 3 words. Lazy. Okay. Ein Bild von einem LKW, der durch einen McDonald's Drive-Thru physikalisch durchfährt. Ja. Er sagt Drive-Thru, ja. Lustige GIFs, lustige GIFs. Mehr lustige GIFs. Okay. Anyway. So nice. So. Oh fuck, 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 fuck. Hab so viel verpasst. Chip, 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 chip. Free win, bla, nein. Dotgar, Dotgar. Drink Wodka. Okay, shoutout to Sionis, to News, Moms and Dads. Sie sind sehr stolz auf euch. Ja. Ja, es ist halt irgendwie sehr schade jetzt. Wenn er halt disconnected nicht wiederkommt. Ist halt ein bisschen bitter, 5 Minuten drin. Schon 15 Minuten Wartezeit. Kann man nichts ändern, natürlich. aber ein Halbfinale in einem, ja, in einem Cup. Sollte nicht so enden. Das ist sehr, sehr schade.
Na komm schon. Abaddon, Abaddon. Klischee, Klischee, Klischees. Andererseits ja, man könnte natürlich auf die Flames warten. Aber naja. Ey, muss ich euch erzählen. Wir hatten letztens ein Spiel, ein ganz normales Random Pub zu fünft. Und ein Kumpel, Moment, der ist gerade in Dota. Spectating a game, okay. Ha, hallo Tim. Guck gerade zu. Und er musste seine Tochter ins Bett bringen und wir haben geschlagene 30 Minuten in einem Pub-Game gewartet und mit irgendwelchen Griechen geredet. Das hat Faith in Humanity restored. Richtig geil. Und apropos Faith in Humanity restored, es ist ab. Ich muss noch nicht weiter von dieser Geschichte erzählen. Ausgezeichnet, es geht weiter. Wee, wee. Genug komische Geräusche gemacht. Wir sind wieder drin. Wo waren wir? Irgendwas bei Snowball-Lineup und ja, sie müssen snowballen. Irgendwo, so war es. In Soviet Russia, we build energy booster before boots. Ja, nee, ist halt so, ne? Sideshop for the win. Blink. Ja, ich glaube, die Mana hat er auch definitiv gebraucht. So, on the top lane. Push die Wave rein. Freut sich normalerweise auf den relativ gut. Hier müssen sie splitten. Immer noch Level 2, jetzt Level 3. Es ist nicht so gut. Doom ist hier, ja, nicht wirklich low, das stimmt schon. Klar, da kann Kills machen mit der Ravage, aber erstens nicht ohne Gush und zweitens müssen dafür noch ein bisschen weniger Leben sein. Bats. Blastet, ja. Silencer kommt, glaube ich, mit der Wave sein Level 6. Jupp. Gyro ist relativ weit vorne, aber fühlt sich sehr, sehr sicher. Obwohl eigentlich technisch kein Support hinter ihm ist. Aber, keine Ahnung. So, unten kommt ein Ping. Unten kommt ein Ping. Eventuell könnt ihr... Ja, genau. Eventuell TP-Support. Kommt keiner? Okay. Hat kein Mana, sonst wäre es mit der Ravage ein easy Kill. Aber das ist ja gerade der Punkt. Doom bleibt da, denn er weiß, okay, kein Mana ist da. Der Arrow an sich. Allerdings könnte halt mit der Ravage relativ groß werden. 135 Mana reichen jetzt nicht ganz dafür. Oh, der Arrow trifft. Oh, das ist bitter. Das ist bitter. Das ist natürlich ein easy Kill. Ah, was ein Arrow. Schön gemacht hier und ab. Hätte du absolut nicht mit rechnen können. Bitter für New. Besonders anders als bitter für The Chosen Ones. Razor ist die ganze Strecke hingekommen. Und gerade wo er ankam, hat der Arrow getroffen. Und es war so, okay, wofür kam ich jetzt hierher? Pushen? Ja, super, aber hey. Naja. Nicht so toll. Okay, Gyrocopter wird ein bisschen geharrest, Icepath Mist. Tja, jetzt steht's auf einmal zu zweit unten. DP-Supports, zwei Stück. Könnte was werden. Doom geht als erstes rein, findet leider keinen. Macht doch kein Scorched Earth an. Und, naja, immerhin sind sie jetzt wieder zusammen auf der Lane. Technically müssten sie auch up, so passiert was. Okay, Gordon hier drauf, kriegen den Jakiro down. Weaver hat noch kein Time, Level 4. Konnten sie Jakiro easy downbursten, direkt auf Level 6 Cooldown genutzt, den Damage benutzt, um einen Kill zu machen. 3-0 für The Chosen Ones, das ist langsam geht das Snowballen los. Mirana sucht nach einem Arrow, wird jetzt wahrscheinlich gucken, ob der Silencer hochgeht. Hat hier gesehen, low HP, aber die Salve kommt. Damit ist es halt wieder relativ even. Ich hoffe, Mirana hier den Arrow irgendwann schießen wird. Oder ob das mehr so ein Wartespiel wird, ob sie nach unten oder nach oben gehen muss. Titan ist jetzt auf jeden Fall wieder bereit, um nach unten zu gehen. Und mit dem Ward, mit der Rune, wird das unten auf jeden Fall was geben. Boots immer noch nicht auf Mirana, aber hey, hat schon wieder viel getan. Ravage ist draußen, der Arrow sitzt aber noch nicht. Das war ein bisschen zu früh vielleicht. Oh, was ein Arrow. Klar, sie konnten auch nur hier und hierher gehen, aber wunderschöner Arrow, gut geschossen. Und das diven sie auf jeden Fall noch durch. Und zack. Mirana holt sich den Kill. 5-0. Und ja, der Snowball beginnt zu rollen. Beginnt richtig, richtig zu rollen. Dass Ben jetzt hier rein TP'd ist, musste nicht sein. Aber sie gehen auf Nummer sicher und holen sich den Tower.
Sollte zumindest ein Easy Tower werden. TP sehe ich hier nicht. Naja. TP können sie nicht TP, dann würden sie auch zu viel verlieren. Cordon kommt. Und da hat Jakiro vielleicht nicht mit gerettet. Andererseits, Gyrocopter ist so low, da kann er nicht rein. Er muss hier tatsächlich sogar aufpassen, dass er nicht davon stirbt. Oh, kein Mana für Chikuchi. Bam. Und sieht. Na gut. Es wäre bitter, ich hätte jetzt erwartet, dass er so weit wegläuft, dass er gerade so das Mana hat. Dann wäre was dazu da gewesen zum Hypen, aber hey. So. Ja. Also, Executive Gaming. Vier Leute up top. Wenn jetzt erstmal oben was machen, derweil wird. Okay. The Chosen Ones einfach die Mitte einfach überrennen. Silence hat zum Glück noch schnell genug was mitbekommen, um das zu machen. Und Silence. Ja. Was genau das war, weiß ich nicht. Vielleicht war das ein Missklick auf dem R. Vielleicht hat er auch gedacht, dass dann Titan da kommt mit Ravage. Okay. Das hat auf jeden Fall jetzt Cooldown von einer Minute, von 2 Minuten, was relativ huge sein sollte hierfür. Und jetzt Cordon getroffen, der Slow ist draußen, beide Slows sind draußen, Doom ist draußen, aber macht nicht so wirklich viel. Mirana chase jetzt hier, hat aber keinen Mana mehr. Bane kann noch fast einen Female nur noch machen. Jetzt ist es schwierig. Ich weiß nicht, ob Chosen One noch was bekommt oder ob sie jetzt einfach gekitet werden, wie es so aussieht. Chosen One muss hier zurückgehen, jetzt ist die Q. Dafür da, für Executive Gaming da, das Ding zu machen. Mirana sollte downfallen mit dem da fehlt ein Damage. Also ein Attack fehlt da. Das wird es auch draußen. Und ja, Chosen Ones und Glow müssen sich hier zurückziehen. Derweil holt Razor in der Mitte den Tower. Und kann eventuell jetzt mit Frisch da rein tippen. Nee, hat aber auch keinen Mana. Sie gucken Haste Rune unten. Wissen sie da ungefähr, dass unten eine Rune ist? Das stimmt schon. Mecha und Power Trip weggekauft. Das ist relativ viel, sie lassen den Tower fallen, allerdings nicht genug, eventuell, um nicht noch zu chasen, aber sind doch schnell genug. Hatte ich für einen Ticken gedacht, dass The Chosen One den Anfängerfehler macht, hier zu warten, während hier der Tower fällt und dann halt nach dem Tower direkt gedived zu werden. Aber waren schnell genug. Außerdem, Executive Fame hat halt... Moment, lass mich kurz zählen, wie viele Initiation sie haben. Null. Dementsprechend wird es halt relativ schwierig, das Ganze zu catchen. Weil selbst der Bane hat halt ein extrem starkes Movement, also schnelles Movement Speed. Sie gucken, könnte ein schöner Arrow werden über die Clipper hier, so. Außerhalb von der Vision? Nee, okay. Außerdem war halt auch kein Follow-up da. Aber hey, manchmal muss man auch einfach nur Arrows schießen, weil man sie trifft. Das muss man machen, um diesen Street Credibility als Mirana zu establishen. So, ich kann Arrows treffen. Abgesehen davon, dass meine Arrows, wenn sie treffen, nichts tun und wenn sie treffen müssten, nichts tun. Ah, das ist egal. Hauptsache ich treffe Arrows. Okay, nein. Wird nicht. Jetzt wird der Arrow interessanter. Auf jeden Fall schön zu zonen. Allerdings ist es nicht rechtzeitig, um da reinzugehen. Halt schön hier zu zonen, dass der Doom halt nicht hier hinterkommt. Aber da waren sie zu langsam, um den Doom durch das Positioning zurückzuwerfen. Und Titanter Doom verschieben sich jetzt nach oben. Unten ist der Tower down. Lass mal oben ein 1-on-1 machen. Level 9 geben, Level 8. Und Razor kommt zu diven. Okay, TPs kommen. Achso, ist aber dann da. Das könnte. Ravage ist. Ah, trifft den Doom gerade also nicht so. Haben Executive Gaming Glück, dass er so schnell ist damit. Und das Razor Ulti macht Damage ohne Ende. 0-7. 0-7? Okay, es fühlt sich erstens später an und zweitens fühlt sich gar nicht so easy an, wie es ist. Arrow. Zoned. Und 3-1 Tower. Für The Chosen Ones. Die hier stark im Kommen sind. Der Snowball ist am Run. Und. Ja. Sie werden wahrscheinlich noch weitermachen bis 20 Minuten. Ping jetzt hier Roshan. Und wird einfach reingesmoked. Ich weiß nicht, ja gut. Ja, Razor kann das tanken. Hat einen Mech. Sollte passen. Derweil farmt Titanter, okay, Titanter Blink. Auch schön, wenn man Razor hat, der Mecha bauen kann. Und ja. Gut. Wir haben die größten Farmer hier. Sind alle drei von The Chosen Ones. Dicht gefolgt vom Doom. Der Weaver hat auf der Safe Lane leider gar nichts gebracht. Und ja, der Silencer hat seine Lane relativ stark verloren, was hauptsächlich am Level 1 ging, von The Chosen Ones lag und am guten Razor-Play.
Von daher kann er da nicht wirklich viel für. Difference geht jetzt nach 14 Minuten auf knapp 10.000 Gold runter. Das ist schon einiges an Miet. XP holen sie da doch ein bisschen auf jetzt. Ist schon sehr viel. Dafür, dass man ja, sieht, dass die Trainer halt irgendwie auf nach Minute 8 noch auf Level 4 war. Jo. Und der Razor nimmt der Aegis. Das war... Oh, okay, Damage. Ja, why not? Erstmal Damage first. BKB brauchen sie zugegebenermaßen noch gar nicht. Bringt gegen Doom nichts. Okay, so kann man das Damage Shadow aufbrechen. Ich weiß jetzt nicht genau, wofür das da war. Aber na gut. Vielleicht einfach nur, um hier ein Ward zu stellen. Ne, hat keine Ward. Naja. Bisschen sinnlose Benutzung. Aber hey. Damit waren sie zumindest für eine Sekunde vor Initiation sicher. Ups. Der Vayne sollte hier schon nichts weg. Ah, also wunderschöner Silence hier. Den Fiendsgewehr abgebrochen. Doom auf den Razor. Der zwar sind ja, Ulti und Link schon draußen. Von daher wird er sich da wahrscheinlich nicht drum scheren. Allerdings sind sie zu zweit hier drin. Arrow trifft Jokiro. Jetzt könnten sie ihn reengagen. Doom muss allerdings noch... Ja. Razor muss aufpassen, dass er da nicht stirbt. Aber hat noch die Aegis und jetzt wird geturnt. Jetzt wird das Ding geturnt. Jokiro hat noch einen schönen Ice Path, bevor er stirbt. Was wahrscheinlich den Rest des Teams damit gesaved hat. Und Weaver kommt auch noch weg. Sie haben den Aegis für einen Jokiro und einen Doom geblown. Das ja, hat sich natürlich nicht ganz gelohnt für Executive Gaming. Aber sie haben da doch mehr gemacht, als man hätte erwarten können. Muss man dazu sagen. Dafür auch, dass sie den Fiendscript direkt abgebrochen hatten und so. Aber der Fiendscript muss zu diesen Zeiten bisher noch auf dem Silencer sein. Sonst wird dann auch einfach der Silencer gemacht. Oder er muss halt warten. Das sind so die beiden Möglichkeiten. Silencer war halt ein bisschen weit weg. Und der Ice Path war halt auch noch da. Das war also ein okay, Ice Path oder Silence. Musste er sich entscheiden. Ja. Objective-Based Gaming nach Roshan haben The Chosen One jetzt den Mitteltower genommen. Ping hier auch schon an, dass es auf den T2 gehen wird. Und alle top. Und weiter geht's. Ravage in 80 Sekunden. Und diesmal ist es V on Me, der disconnect ist. Und hey, wir hatten ja noch nicht genug Pause in diesem Spiel. Oh Mann. Oh Mann. Aber 10 Minuten nach der letzten Pause habe ich bestimmt wieder was zum Erzählen. Lass mich kurz raten. The Chosen One haben einen Goldvorteil. The Chosen One haben einen XP-Vorteil. The Chosen Ones haben ziemlich coole Items. Und Executive Gaming hat einen Mech. Hm. So, jetzt bin ich durch. Karma's a bitch. Definitiv. Ja, aber naja. Beide Teams haben 15 Minuten oder 10 Minuten Pause-Time. Executive Gaming ist jetzt durch. Aber 0 Kills, das ist halt echt schon krass. Sie hatten Full-On-Teamfights und 0 Kills. Es wurde teilweise knapp, aber... Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Außerdem für zu 0... Nach 16 Minuten mit einem richtigen Snowball-Lineup, mit 3 Ravages bisher schon, es ist halt auch schon erstaunlich, dass The Chosen Ones nur 9 Kills haben. Das ist halt so. Titan hat eben eine Ravage auf 4 Leute getroffen und trotzdem sterben halt nur, ja, stirbt einer danach. Der andere war halt schon vorher tot. Also es ist halt schon krass, wie ein Abaddon und ja, ein paar Slower, wie bei Sister, also ein Silencer und ein Jakiro, das doch verlängern. Und, ja doch. Also hier Props zu Abaddon und Jakiro, die... Also besonders der Jakiro, richtig schöne Ice Paths und verhindert hier definitiv Schlimmeres für Executive Gaming. Aber ja, da müssen sie jetzt... Ich weiß nicht, die Silence war letztes Spiel super. Für die Engagements, was war, es waren halt leider nur 2 da, aber du musstest ja auch den Silence machen mit dem Fiendscript. Ich weiß nicht, es war relativ schnell hintereinander, von daher bin ich mir nicht sicher, ob er halt darauf gewettet hat, dass das war oder ob halt der Bane aus Versehen nur den Fiendscript gemacht hat. So ein. Nicht mehr jetzt Fiendscript, ach shit, Soul of Silence noch drin, genau zur gleichen Zeit, zur richtigen Zeit hat es gepasst. Bin ich mir nicht ganz sicher, weil es war relativ kurz, aber trotzdem lief es halt verdammt gut für Executive Gaming. Ich weiß nicht, sie brauchen halt Farm. Das ist halt so der Punkt. Der Weaver macht halt noch nichts und auch Silence macht halt nichts. Hat halt noch kein Item, hat jetzt Threads. Ja, Threads, hm. Das spricht nicht so viel für Damage. Da müssen sie auf jeden Fall
Man muss irgendwas passieren. Also entweder müssen sie jetzt dodgen, müssen soweit die Lanes und den Dschungel farmen, bis The Chosen Ones wirklich am C2 Tower sind. Oder sie brauchen einen richtig guten Teamfight am C2 Tower. Andererseits, also ja, die Ultis sind bis dahin wieder ab. Doom und Global Silence ist vor dem Ravage wieder online. Und, nein, nicht vom Team Fiendscript, aber vor dem Ravage und auch vor dem Gewitter. Ja, Eye of the Storm. Weil Razer kommt ja nicht in so vielen Spielen vor, dass man den Namen nicht hätte wissen können. Jo. Wie viele Minuten hatten wir jetzt schon? Viele. Ich stelle mich nach dem letzten Mal mal wieder auf noch 7 Minuten an. Letztes Mal waren wir bei einem Faith in Humanity Restored Sache im Pub Game. Da war ich auch durch. Lustige Katzenbilder im Internet habe ich auch schon durch. Ja, was wollt ihr hören? Twitch-Chat haben wir doch. Hey. Das ist lustig, dass ich nicht einmal drin reingeguckt habe. Einfach mal Twitch-Chat anmachen. DMDC, meiner vor. Ja, okay. ESL-Admins sind da. Noch jemand? Ach, andererseits ist es auch blöd. Es ist 2 Minuten Delay im Stream. Es ist halt... kann man nicht wirklich mit den Leuten chatten mit 2 Minuten Delay. Ja. Lässt sich da nichts machen. Aber scheint schnell zu gehen, wenn er jetzt schon im TS zurück ist. Aber stimmt, das heißt, dass die ganzen Procast-Games auch mit Delay sind auf jeden Fall und dementsprechend auch nicht mit denen retten können. Naja, sie gucken auf Twitch-Chat. Not sure, wie die das Ganze handhaben. Aber wahrscheinlich dann einfach mal 2 Minuten Delay-Twitch-Chat gucken. Naja. Naja, ich habe mein Twitch-Chat geschrieben, so. Denkt euch schon mal Themen für die nächsten Pausen aus. Ich guck dann rein und. Folge der Macht des Twitch-Chats. Auch wenn es nur ein Kappa ist. Aber hey. Okay. Executive Gaming sind on the hunt. Sehen den Razer. Das Problem ist die Initiation, die halt nicht da ist. Und Razer mit Movement Speed ohne Ende. Masterpiece Supports, okay, wollen das Turn. Ja, Space Created, wenn jemand von denen gefarmt hätte. 5 gegen 5, etwas awkward, die stehen sie gegenüber. Das Max Range Arrow kommt nicht ran. Es ist halt so das Ding, dass sie da nicht reinkommen. Der Punkt ist jetzt, wenn sie da jetzt nicht mit rechnen, dass das Moonlight Shadow an ist, dann haben sie ein richtiges Problem mit Executive Gaming. Aber ja, man sieht schon, sie wissen definitiv, was Sache ist. Es ist relativ. Achso, ja. Hier oben. Da ist so ein gewisses Moonlight Shadow Indikator, wo man drauf gucken kann. Da steht, dass Moonlight Shadow angemacht ist. Ja. Da kam man nicht schnell genug von der Lane wahrscheinlich runter. Aber auch die Warden. Keine Vision mehr. Die Vision, wie man hier auf der Seite von Executive Gaming sieht, ist sehr, sehr beschränkt. Wohingegen The Chosen Ones hier den kompletten Dschungel im Blick haben. Dafür, dass sie halt jetzt den Tower pushen, ist das schon optimal. Arrow trifft nicht. Und sie stehen halt einfach nur im Tower. Agas ist noch nicht fertig, von daher dauert es noch ein bisschen. Wir haben hier auf jeden Fall Zone und die Frage ist halt jetzt, ob Executive Gaming da reinkommen kann. Ich würde mal sagen, nicht. Aber, ja. Nee. Können sie nicht rein. Haben sie keine Initiation, sie haben doch keinen. Müssen Jack Hero einen perfekten Ice Path treffen, aber selbst dann kommt hier Ravage, wenn der Doom nicht auf dem Ravage ist und danach wird Jack. Ja. Würde Razer sie komplett auseinandernehmen. Von daher, auf jeden Fall gut entschieden, dass sie da halt nicht reingehen wollen. Und The Chosen Ones nehmen noch ein bisschen was im Dschungel mit und werden wahrscheinlich jetzt nach oben rotieren, wo Lane relativ weit rausgepusht ist. Pusht aber gerade weg vom Tower. Wird hier jetzt hier noch gewardet, ja. Das ist halt auf jeden Fall, die Ward ist hier sehr wichtig. Da nach dem Tower werden The Chosen Ones entweder auf Roshan oder auf den Pickoff warten. Und der Ward zeigt auf jeden Fall, wenn jemand hier in die Richtung zum Farmen kommt, dass sie dann Pickoff. Also ich habe das Gefühl, dass sie halt irgendwie hier jetzt nach dem Tower oben warten werden. Also entweder nach Roshan gehen oder einen Pickoff machen und dann Highground gehen werden in der Mitte. Buyback-Status, okay, das dauert noch ein bisschen, ja, aber kann nie genug sein. Buyback-Status sieht relativ gut aus für Radiant. Das Problem ist, wenn sie jetzt Buybacks werfen, sind sie richtig weit zurück. Noch weiter als jetzt.
Goldhausen ist bei 15.000 Gold, was man hier in dem Itemset auch sieht. Wenn er guckt, was hier an Items rauskommt. Und ja, was ist hier? Ein Mech. Immer noch. Und das habe ich letzte. Ich habe das letzte Pause schon gesagt. Das ist nur. Nee, Quatsch. Letzte Pause war kein. Ja, okay, vor 5 Minuten habe ich es gesagt, dass halt nur ein Mech da ist. Das ist halt schon bitter. Und bei The Chosen Ones, ich meine, Tidehunter ist quasi fertig, hat jetzt schon ein halbes Ravage, ein halbes Double Ravage. 12k Gold, ja. Noch 2k Gold bis zum Refresher. Razor hat sein Ulti sein Ulti-Stäbchen fertig. Bitter. Okay, Moonlight Shadows an. Und wahrscheinlich werden sie jetzt andersrum gehen. Sehen hier den Kurier, der hier irgendwie ein bisschen komisch fliegt, aber hey. Nicht so wichtig und ich glaube, ich muss den. Ja. Finden hier sogar den Razor. Auch kein Gem, der war ein bisschen zu nah an Tower Range dran. Arrow trifft ins Macro Fire, das ist bitter. Dann geht der Jokiro direkt down. Und ein Zoning Calldown löst sowohl das Abaddon Ulti aus, als auch bringt Weaver relativ low. Also macht ein Drittel vom Weavers Leben weg. Eindeutig ziemlich stark. Ja, wo war ich? Mirana hat. Medaillen, okay, also die Supports sind noch relativ arm dafür. Aber hey, 20 Minuten drin, Mana Boots immerhin und 1500 Gold ist halt auch nicht wenig. Ding auf Aquila. Und Gyro, ja, boah, was ein Arrow, was ein Arrow. Blind, muss man dazu sagen. Hat halt nur gesehen, dass hier, dass er da hingelaufen ist. Versucht raus zu TP'en, aber Fiendsclip wird benutzt, um das ganze Ding abzubrechen. Hätte vielleicht auch ein Nightmare gereicht, aber hey. Und jetzt wahrscheinlich Roshan. Oder ein Pickoff, zweiter Punkt. 30 Sekunden könnte reichen. Buyback wäre nicht vorhanden. Mal schauen, wie gut sie mit Roshan sind. Haben allerdings noch eine Minute bis zum Potential Spawn Timer. Da dauert es hier noch ein bisschen. Jo, 1600 Gold bis zum Refresher für den Doom. Und MKB First für den Gyrocopter. Ja, auf Gyrocopter ist das MKB ein bisschen besser als auf den restlichen Helden. Denn wir erinnern uns, MKB macht weniger Damage als restliche Items, wie bei Citizen Daedalus. Denn, ja, es kostet, also Preis-Leistungs-Verhältnis macht es halt weniger Damage. Und ist dementsprechend eigentlich nur sinnvoll, wenn wirklich gegen Evasion gekämpft wird. Andererseits ist es halt die Flag Cannon, macht es halt auch gegen Highground-Sachen. Es ist halt relativ praktisch. Und ich glaube, die Invisibility disjointed das dann nicht mehr vom Weaver. Von daher könnte das hier wichtig sein. Aber ansonsten, ja. Nicht viel da. Außerdem sollte Doom wahrscheinlich das Ding auch deaktivieren. Von daher, oh, das ist bitter. 3 Minuten Potential Spawn Timer. Das wird noch ein bisschen dauern, bis sie da irgendwas tun können. Aber Moonlight Shadow ist aktiviert. Wards wurden nicht gesehen, aber gepinkt. Ja, wurde wahrscheinlich wieder auf der Lane gesehen. Oh, ein Fiendscript ist da. Nee, wird nicht benutzt. Schön gesehen auf jeden Fall. Auf die Mirana, der Doom auch sehr schön. Allerdings ist das Problem, dass Jakiro schon tot war. Ich konnte sich der Doom nicht so ganz entscheiden. Ich wurde halt einfach überrannt. Das ist bitter. 0-3. 0-13, seriously. GG. Krass. Also, dermaßen. Also, dermaßen höhepunktslos gerade. 0-13, ist einfach. Konnten nichts tun. Krass runtergespielt von The Chosen Ones. Und ja, von 0-13 und für das Snowball-Lineup haben sich Executive Gaming aber auch schon gut gehalten, muss man dafür zusagen. Definitiv. Auch Doom halt. Doom und Jakiro, meine MVPs. Schön. Schöner Icepath und der Doom hat halt auch, ja, er war quasi der Carry, war ein bisschen blöd. Aber Mirana Arrows, super getroffen halt auch hier von La Lutre, ja. Sorry, man. Gut, das beendet das Halbfinale. The Chosen Ones sind im Finale und jetzt gehen wir rüber zu Bone Doctors.